Nana Sturm hier auf dem Kanal Matriwissen. Und heute geht es nochmal weiter mit dem Interview mit Alexandra Schwarzschilling. Bevor wir einsteigen, nochmal ganz kurz der Hinweis auf den Frauen- und Männerkongress vom 28.09. bis zum 1.10.2023, also jetzt ganz bald. Es gibt noch Restkarten für den Kongress im Seminarhotel Ebersberg in Wenzigerode. Ich verlinke euch das natürlich unten. Und neben Alexandra Schwarzschilling gibt es noch weitere tolle Referentinnen. Heidi Göttner-Abendroth wird da sein, Uscha Madeisky wird da sein, Dagmar Lili Margotsdotter, Majona Bliss, Sonja Dommermuth, Gandalf Lipinski, ich weiß nicht, ich habe bestimmt Amber Fienes. Also es ist wirklich ein ganzer Haufen toller Leute, die da zusammenkommen und ich persönlich freue mich sehr darauf. Jetzt hier steigen wir aber erstmal nochmal ein in das Gespräch mit Alexandra Schwarzschilling. Und ich glaube, da liegt eben das riesige Potenzial bei den Frauen. Wenn die Frauen, deswegen ist das ja auch so im Patriarchat, das Patriarchat da so ängstlich, wenn Frauen die Macht über ihre Körper sich zurückholen, dann wird sich was ändern. Und deswegen musste man sie ja, darüber hat man sie ja nur klein gekriegt, indem man sie ihrer Körperkraft, ihrer Körperschöpferkraft beraubt hat. Und wenn Frauen sich das zurückholen, dann glaube ich, dann passiert schon was. Also es ist ja auch was auf dem Weg, aber wir brauchen noch viel, viel mehr. Und dann haben alle Angst vor dem großen Schwapp, sage ich immer. Alle haben Angst vor dem großen Schwapp. Der große Schwapp wäre, wenn tatsächlich die Frauen sozusagen anfangen würden, die Gesellschaft zu dominieren, sage ich jetzt mal. Dominieren ist vielleicht ein falsches Wort. Aber so stark zu werden, dass wir, also im Moment sind wir ja immer noch in so einer Schieflage. Und wenn du dir so vorstellst, so eine Wasseroberfläche, weißt du, die geht nicht einfach so. Das ist auf jeden Fall so. Also, und das meine ich immer mit großem Schwapp. Du kannst, also das ist doch eine vollkommen unrealistische, ist wieder so eine technische Geschichte. In der Natur sind doch diese Prozesse dann, ne, dann schlägt es halt so ein bisschen um. Und davor haben alle Angst. Alle haben Angst davor, das Weibliche könnte zu stark werden. Inklusive die Frauen. Alle haben Angst vor der weiblichen Macht. Allesamt. Und ich finde das immer so interessant, dass, also, warum denn? Also, nichts Schlimmes würde passieren. Also, es würde vielleicht sozusagen, klar, es würde halt hier mal kurz ausschlagen. Es schlägt jetzt schon so lange hier aus. Wo ist das Problem? Und dann würde es sich sowieso, weil es ist gar nicht im Interesse der Frauen. Das ist überhaupt nicht das Interesse der Frauen. Aber um das Patriarchat aufzulösen, kann es halt sein, dass es notwendig ist, dass die Frauen mal kurzfristig übernehmen. Ja. Und wo wäre das Problem? Ich hätte damit kein Problem. Nö, ich auch nicht. Und ich glaube tatsächlich, dass wir Frauen den Männern einen riesigen Gefallen tun würden, wenn wir einfach in unsere Kraft kommen und das übernehmen. So. Ja. Das wäre für die ja auch der Moment, wo sie sich dann mal entspannen können. So, ja? Und dann überhaupt Räume sich auftun, wo sie wieder zu ihrem eigentlichen Mannsein finden können. Absolut, denn sie, Männer denken, dass sie die Welt am Laufen halten müssen. Das ist wirklich ganz tief auch in denen so drin inzwischen, dass sozusagen, dass es die da auch nicht rauskommen. Und für Frauen ist das auch bequem. Also bis zu einem gewissen Grad ist das natürlich auch bequem, weil, also es ist irgendwie verrannt. Wir haben uns da ein bisschen verrannt alle miteinander. Aber ja, also wie gesagt, die Hoffnung stirbt zuletzt. In deinem Buch auch aufgefallen war, sie sind auch die Männer, sie sind auch gefordert, ihre Aggressionen in einen konstruktiven Zusammenhang zu stellen und sie nicht zu verleugnen. Mhm. Das hat mir gefallen, weil mit der Aggression, da gibt es ja auch immer viele Missverständnisse. Oft wird es einfach nur gleich negativ gesehen. Ja, was dann natürlich dazu führt, dass das keinen Raum, keinen konstruktiven Raum findet. Ne? Wie würdest du diese Kraft Aggression beschreiben? Also ich finde Aggression super, also weil es ist im Grunde genommen die Handlungsenergie. Also ohne, oder es ist auch die, also der Selbstbehauptungstrieb. Also ich sage mal, Aggression ist die Urenergie. Also ohne Aggression wären wir alle nicht am Leben. Und es wird negativ bewertet, aber es ist überhaupt keine
negative Energie, sondern also sie kann natürlich super destruktiv sein, wenn sie sozusagen, vor allem wenn sie aufgestaut ist und sich nicht sozusagen nicht durch Handlung verarbeitet wurde. Aber ich sage oft zu Leuten, die ein Thema haben mit diesem Aggressiv und so, ich finde, was man machen kann, ist, man kann sich bemühen, Aggression in Klarheit zu verwandeln. Und dann, also das ist das Potenzial von Aggression, ist eigentlich Klarheit. Wenn ich klar weiß, was ich will, dann kann ich darauf zugehen. Also dann kann ich durch klare Handlung und klare Kommunikation mich vorwärts bewegen. Und das ist aggressiv, aber das würden wir gar nicht so bezeichnen. Das ist aber dieselbe Energie. Ohne diese Energie würde ich gar nichts geregelt bekommen. Wie gesagt, sie ist ja auch dazu da, Veränderungen zu ermöglichen. Und Aggression ist eigentlich nur dann so schlimm, oder wenn sie völlig unbewusst ist oder eben total aufgestaut, das ist immer gefährlich. Ja, klar, dann ist Aggression gefährlich. Aber eigentlich ist Aggression etwas, was wir lernen müssen zu handeln, sowieso. Also das tun wir sowieso schon. Es geht eigentlich auch da nur darum, das ein bisschen bewusster auch mitzukriegen, was alles Aggression ist, damit wir sie nicht so negativ betrachten. Aggression ist etwas, was jedes lebendige Wesen braucht, sonst würde es nicht überleben. Wir haben es pervertiert natürlich. Ja. Wie so vieles halt. Ja. Ne? Krieg ist natürlich eine Perversion der Aggression. Du hast vorhin ja schon Sunbear erwähnt, der irgendwie von einer geistigen Umweltverschmutzung gesprochen hat. Und diese destruktiven, düsteren Gedanken, also diese destruktiven, düsteren Narrative, das ist ja was, also ich sehe es immer noch bei ganz vielen Leuten, die sich unheimlich in so eine Energie hineinfallen lassen und sagen, ja, aber wie kannst du das alles ausblenden und so. Und wo ich denke, naja, ich nehme das wahr, aber ich möchte da gar nicht so viel Energie hingeben. So ähnlich beschreibst du das ja auch, dass wir irgendwie, ja, im Grunde genommen unseren Geist da auch wieder auf was anderes richten müssen, ne? Ja, wir haben natürlich da eine Verantwortung. Und das merkt man jetzt durch Social Media ja noch mehr. Worauf richte ich meine, wer kriegt meine Aufmerksamkeit? Aufmerksamkeit ist ja die neue Währung, könnte man sagen. Daran wird eigentlich gut sichtbar, dass ich selber was damit zu tun habe. Womit ich meine Seele nähere oder was lasse ich denn rein in mein System? Und das, ich finde das auch mal wieder erschreckend, natürlich finde ich es erschreckend, wie viele Leute sich Gewalt reinziehen und sich dann wundern. Ich meine, natürlich vibriert das in uns, was wir uns da reinziehen. Und ich bin zum Beispiel überhaupt nicht mehr bereit, mir Gewalt anzugucken. Gar nicht. Ich denke nicht dran. Ich habe ja heute die Wahl. Ich muss nicht da sitzen und mir das reinziehen. Und trotzdem ist das ja immer noch ein Riesenmarkt. Und das erschreckt mich natürlich auch manchmal. Wieso wollen die Leute das alle haben? Es macht unglaublich viel aus. Was höre ich für Musik? Weißt du, was sucht mein Auge für Eindrücke? Was lese ich? Mit welchen Menschen umgebe ich mich? Und ich glaube aber, wir haben mehr die Wahl, als wir wahrhaben wollen. Und wir haben natürlich auch die Verantwortung, uns mit dem zu umgeben, was uns gut tut. Weil es hat Konsequenzen. Auf jeden Fall, das glaube ich auch. Und ich meine, dieses Nicht-Verzweifeln an dem, was jetzt gerade ist, ich glaube, dass man da eben verschiedene Phasen durchmacht. Und jeder dann irgendwie seine Lösung damit findet. Ich weiß zum Beispiel 2016, da hatte ich auch so eine Phase, wo ich gesagt habe, das geht doch alles schief, wir fahren alles gegen die Wand. Wie soll das denn, also wegen dem Artensterben und dann ging es da in Brasilien, also ich bin ja viel in Brasilien und da war ich so unglücklich und so verzweifelt und dann habe ich halt gemerkt, das Einzige, also was mich halt dann immer wieder rausholt, ist, dass ich selber was tue. Wenn ich selber was tue,
dann bin ich wieder eingetunt in diesen Gesamtorganismus, erfülle meine Funktion und dann werden die Selbstheilungskräfte sofort wieder aktiviert. Also auch die seelischen, innerpsychischen Selbstheilungskräfte. Und die Verzweiflung geht wieder weg. Also ich kann was für den Organismus tun, dann geht es mir auch gut. Oder ich kann leiden, dann geht es mir nicht gut und dann unterstütze ich auch nicht den Organismus. Was jetzt nicht heißt, dass ich nicht auch mal leiden darf. Natürlich darf ich auch mal leiden, aber nicht als Dauerzustand, finde ich. Ja, finde ich auch. Also, und wenn leiden, dann halt auch, ne, wirklich expressiv, mal ja. Heulen, ja, ja, schreien, genau. Wie auch immer, es mal einfach da ja, das, sein lassen eben, das und darf nicht ja auch, so... Natürlich, eben, das darf immer auch da sein. Ja. Aber es ist eben nicht mehr so aufgestaut. Genau. Also der aufgestaute Schmerz, den viele Menschen haben, der kommt auch dadurch, dass sie ihre Liebe und Anerkennung nicht zum Ausdruck bringen. Also die nicht ausgedrückte Liebe und Anerkennung für die Welt und für andere ist meiner Meinung nach eines der größten Auslöser für Schmerz. Führt hier zu Stau. Mhm. Mhm. Also die Liebe will eigentlich fließen hier. Ja. Und ja. Wenn wir das immer wieder zurückhalten, dann geht es uns nicht gut. Dann haben wir sehr viel Schmerz. Und wir brauchen auch starke Gefühle, um überhaupt zu wissen, dass wir lebendig sind. Also wir sind ja eben lebendige Wesen. Wir brauchen intensive Erregungszustände, könnte man sagen. Ne? Oder hier oben Explosionen an Transmitter-Cocktail, um zu wissen, dass wir lebendig sind. Und dadurch, dass wir ja heute nicht mehr, also wir müssen ja gar nicht mehr uns anstrengen, um zu überleben, sage ich jetzt mal hart. Also wenn du dir vorstellst, du lebst in der Wildnis, bist immer wachsam, du musst immer für Nahrung sorgen, du musst immer gucken, wo ist mein Tribe, also du bist ganz anders, du musst gucken, wo trete ich hin, also du bist so anders gefordert, das sind wir ja nicht mehr. Wir leben so sicher, dass wir ja diese Erregungszustände anders herstellen müssen und deswegen glaube ich, dass wir auch sehr viel Drama kreieren, um uns überhaupt zu spüren. Und wir haben halt jetzt so viele tausend Jahre, sag ich mal, Blut, Schweiß und Tränen, uns über Blut, Schweiß und Tränen gespürt und eben freudige Zustände waren verboten. Also Ekstase, Sexualität, Tanz, also expressive irgendwie Trommeln und Tanzen. Also ich meine, wie viele Hunderttausende von Jahren haben Menschen getrommelt und getanzt? Und das war alles verboten. Und wir müssen uns ja trotzdem spüren. Also haben wir eben andere, also eher so Leiden kultiviert, um uns zu spüren. Ne? Aber dass wir uns spüren müssen, das müssen wir ernst nehmen. Also das ist einfach auch ein wichtiges Wissen, dafür zu sorgen, dass wir uns spüren können. Dass es irgendwie was gibt, wo unser Körper lebendig ist. Ich finde das ganz witzig, weil das spiegelt sich so sehr auch in der Sprache wieder. Ne? Also ich habe vor ein paar Jahren Niederländisch gelernt und das ist ja dem Deutschen sehr verwandt. Und da gibt es eine unendliche Liste von Wörtern, die ich nutzen kann, wenn ich beschreiben will, dass ich traurig und trostlos und verzweifelt und so weiter bin. Und auf der anderen Seite die Wörter für Freude oder so, das ist relativ 3 vielleicht. Begrenzt. Ja. Absolut. Du schreibst, im Sanskrit gibt es über 200 verschiedene Varianten des Wortes Wonne. Wie ja. Schön ist das? Ja, stimmt. Eben. Aber daran, das ist ja die Aufmerksamkeit. Ja. Das ist wieder die Aufmerksamkeit. Wo geht die hin? Und bei uns ist sie auf Leiden gegangen. Die ganze Religion war in diese Richtung. Ne? Also Jesus hängt am Kreuz und leidet. Alles war Leiden. Also wir haben uns so in dieses Leiden reingesteigert. Ja. Und darüber kann man sich spüren. Klar, kann man sich darüber spüren. Es geht. Wir haben es bewiesen. Wir kriegen es hin. Aber ist die Frage, okay, gibt es vielleicht auch was etwas Attraktiveres als Leiden? Ja. Und das müssen wir erst wieder lernen. Denn im Kollektiv hat sich natürlich, das merken wir ja heute auch noch, ne, Jammern verbindet.
also da bist du sofort in Gemeinschaft, das ist alles okay. Du stellst Gemeinschaft her und alle sind sich einig. Mit Jammern und Leiden. Wenn du irgendwie gut drauf bist, ist schon eher ein bisschen suspekt. Und gut drauf sein muss man jetzt auch überhaupt gar nicht die ganze Zeit. Aber sozusagen dieser Reflex, sich über Leiden zu verbinden, ist ja auch nur wie so eine Konditionierung. Dieses bisher kreieren wir überwiegend unbewusst, schreibst du, und machen dann irgendwas im Außen dafür verantwortlich. Genau. Das ist genau ja, das, was wir an allen Ecken und Enden erleben. Überall. Läuft einfach. Ja. Also genau, wir kreieren es ja die ganze Zeit. Ja. Wir haben das ja alles kreiert. Mhm. Wir haben die guten Sachen davon kreiert und wir haben auch sozusagen die Riesenkrise, die jetzt da ist, haben wir alle zusammen kreiert. Und in dem Moment, wo wir uns für eine neue Entscheidung, neue Erzählung wirklich entscheiden, zellulär quasi, genau, werden wir auch das kreieren. Natürlich, wir würden das, und ich finde es halt, deswegen ist es so wichtig, auch nochmal mit dieser Haltungsänderung. Wir haben ja jetzt auch wieder, zweimal haben wir jetzt schon gesehen, auch jetzt, wie schnell, wie viel möglich ist, wenn alle glauben, das muss jetzt so gemacht werden. Dann geht ja plötzlich alles. Alles geht. Also wir haben das bei Corona gesehen, da gingen ja Sachen, das hätte man noch nie im Leben für möglich gehalten, dass man so, dass sowas möglich ist. Und es wurde einfach gemacht. Jetzt mit dieser ganzen, mit diesem ganzen Energiethema, die haben einfach mal ruckzuck alles umgestellt. Nur weil alle das wollten. So, das kann man doch jetzt, völlig unabhängig von den Themen an sich, kann man doch daran sehen, dass wenn viele wollen, geht ganz viel. Wenn wir jetzt wirklich was anderes wollten, einen anderen Umgang mit der Natur, mit den Frauen, mit dem Körper, wenn wir das wirklich wollen würden, würde das sofort gehen. Wir würden sofort eine andere Realität kreieren können, wenn wir wollten, wenn wir genug wären, die das wirklich wollen. So, deswegen muss man das immer wieder verbreiten und immer wieder aufklären und irgendwann ist es soweit. Mein Motto ist sozusagen love the earth, love yourself und dann love each other. So in der Reihenfolge. Also über die Liebe zur Erde, finde ich, löst sich eigentlich alles. Wenn man sich wirklich auf die Erde und diesen wunderschönen Planeten, diesen riesigen Organismus, wenn man sich auf den einlässt, dann finde ich, dann erledigen sich die anderen Themen sozusagen leichter. Ja, diese Verbindung finde ich so wichtig, weil man da erstmal vielleicht gar nicht so drauf kommt, was hat das jetzt mit der Erde zu tun? Ganz viel. Danke, liebe Alexandra, für dieses wunderbare Gespräch. Es war mir wirklich eine große Freude und ich verabschiede mich von euch. Frauen und Männer, Hand in Hand, gehen in ein neues Land. Patriarchat, wir sagen Ade. Dieser Abschied tut uns nicht weh. Holla.